Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gucken wir uns einmal wieder die Top 5 Comps an, die man zurzeit spielen kann. Meiner Meinung nach natürlich, das sind auch nicht alle Comps, die man spielen kann. Man kann natürlich auch noch mehr spielen, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, eine von den Comps zu spielen, da sie halt gerade schon ziemlich stark sind. Genau, ansonsten, wenn ihr Bock auf mehr TFT-Content habt, dann lasst auch gerne ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten schaut gerne auch mal im Stream vorbei. Ich streame zurzeit jeden Montag, Donnerstag und Samstag. Ja, ich würde sagen, ansonsten lasst uns mit dem Video starten. So, hier haben wir auch schon mal die erste Comp. Ihr werdet feststellen, dass die Comps recht ähnlich sind zurzeit. Das liegt einfach an zwei Dingen, und zwar, dass Adept ziemlich stark ist und dass Dazzler ziemlich stark ist. Dementsprechend werdet ihr das, ich sag mal, häufiger sehen. Ich glaube sogar, in fast jeder Comp befindet sich Shen oder Rhea, aber das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall haben wir zunächst einmal Talon. Ja, Talon ist auch die Comp, die ich zurzeit eigentlich am meisten spiele, weil sie einfach, ja, sie ist einfach stark und relativ, also sie ist halt, was sie im Vorteil zu anderen Comps hat, sie ist sehr flexibel. Also, ihr seht schon, ich habe jetzt hier auch noch keinen Chosen halt ausgewählt, je nachdem, was ihr bekommt. Wenn ihr zum Beispiel Adept Chosen bekommt, dann ändert ihr einfach gar nichts, das ist einfach nur nice, weil ihr dann halt 6 Sekunden den Attack Speed Slow habt, was ziemlich geil ist. Ansonsten, wenn ihr einen Enlightened Chosen bekommt, dann haut ihr entweder Jenna raus oder... Ja, eigentlich Jenna. Iria würde ich eigentlich nicht raushauen, weil ihr dann Adept verliert. Könnt entweder einen anderen Mystic reinpacken oder noch was anderes, je nachdem, wie ihr es halt braucht. Wenn ihr zum Beispiel nur gegen AD kommt, spielt, braucht ihr vielleicht kein Mystic. Wenn ihr zum Beispiel einen Assassin Chosen bekommt, also Talon, Pike würde ich nicht nehmen, dann haut ihr einfach Pike raus und könnt dafür zum Beispiel einen Azir oder irgendwas reinpacken, was euch noch weiterhilft. Talon Chosen ist auch echt auf jeden Fall mega gut, auch Enlightened halt. Einfach weil er 30 AD mehr bekommt und er hat einfach ein so extrem gutes AD-Scaling. Genau, ansonsten, wenn wir uns die Items einmal angucken, dann ist es einfach nur wichtig für Talon, dass ihr halt AD-Items habt. Infinity Edge ist halt einfach mega gut, das würde ich eigentlich immer bauen. Ansonsten, GA, also Schutzengel, ist halt auch ziemlich nice, einfach weil man dann halt, wenn er mal irgendwie stuckt ist, beziehungsweise wenn er irgendwie CC-chained ist, dann stirbt er halt schon mal. Und dann kann er halt quasi nochmal revived werden und kann dann vielleicht das Board nochmal aufräumen. Ansonsten, das letzte Item, Hand of Justice, ist einfach ziemlich nice, weil ihr habt halt einen Bloodthirster. Nur, dass Bloodthirster nicht immer gut ist, sondern halt der Damage Roll tatsächlich, der, also 45% mehr Schaden, ist halt meistens der bessere Roll, einfach weil ihr dann halt die meisten Leute one-hittet. Und das ist schon ziemlich geil. Ja, genau. Ansonsten, von Morgana... ist einfach Morello, also Morgana mit und ohne Morello macht halt einen riesigen Unterschied, also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das zu bauen, das ist einfach so ein krasser Damage-Output, plus, dass ihr halt auch noch den Heal-Reduce, gerade so gegen eine Katarina oder ähnliches, was ihr einfach hier hochheilt oder gegen Diana, ist das ziemlich, ziemlich nice. Nochmal ganz kurz zu Talon, hier auf jeden Fall könnt ihr wirklich die unterschiedlichsten Items bauen, wie gesagt, Infinity Edge, GA, Hand of Justice, Best in Slot, aber ihr könnt auch noch Sachen wie ein Deathblade oder so bauen, wenn ihr jetzt nichts anderes kriegt. Oder man kann auch zum Beispiel Infinity Edge Last Whisper bauen. Geht alles. Giant Slayer kann man auch bauen. Ja, aber das sind halt so die besten Items, die ich jetzt empfehlen würde. Als defensive Items würde ich einfach empfehlen, den Shen in Gargoyles zu geben, wenn ihr es kriegt. Ansonsten haut ihr dem einfach andere Items rauf. Und Dion könnt ihr halt einfach AP-Items geben oder einen Blue-Buff oder so. Also der ist da auch relativ flexibel. Genau, das war es eigentlich schon zu der Comp. Lux würde ich euch empfehlen, immer auf hier reinzustellen, weil die meisten stellen ihren Carry hier rein und sie schießt da quasi den weit entferntesten hier oben dann quasi mit ihrer Ulti an, sodass dann quasi der Carry auch CC'd wird. Ja, ansonsten hätten wir, ja, ihr seht schon, sieht fast genauso aus, Ashe Carry. Also ihr könnt natürlich Ashe auch noch so spielen, wie man es früher gespielt hat, mit Elderwood oder Brawlern, aber dadurch, dass Dazzler und Adept einfach gerade so extrem strong ist, könnt ihr es halt fast so spielen wie das Talon-Build. Hier seid ihr trotzdem auch relativ flexibel, also wenn ihr natürlich Ashe Carry Hunter kriegt oder so, ist mega nice. Ihr könnt halt auch Yumi Kindred rauspacken, dafür lieber, keine Ahnung, Set und Warwick gehen oder, also ihr seid ja auch relativ flexibel. Und das Gute ist halt auch, ihr könnt Ashe mit den fast den gleichen Items spielen wie Talon. Tatsächlich hat sich jetzt GA statt QSS ständig eingebürgert, einfach weil so viele Leute Talon spielen. Und da ist natürlich ein GA einfach besser als ein QSS. Genau, itemtechnisch, ansonsten könnt ihr das gleiche bauen wie sonst auch. Giant Slayer, Hand of Justice, einfach weil Hand of Justice auch ein gutes Early Game Item ist. Ihr könnt natürlich aber auch sowas wie ein Rapid Fire Rageblade spielen oder so. Geht alles. Ja.
Das war eine andere Variante von Ashe. Wie gesagt, die alten gehen immer noch, aber das hier ist gerade einfach ziemlich strong und Yone ist auch einfach gerade eine der stärksten Units, wenn nicht sogar die stärkste Unit im Game. Also Level 2 ist er natürlich mega gut, Level 1 geht es, aber Level 2 ist halt schon mega nice. Genau, und Lux halt wieder, die bringt auch so viel CC mit, was einfach gut ist. Also kann ich euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. So, die nächste Comp, aha, wer hätte es gedacht, Chen und Rhea. Ja, das wäre Diana. Also hier braucht ihr auf jeden Fall entweder Lissandra oder Diana Chosen. Diana natürlich deutlich besser als Lissandra. Geht aber beides, also ihr braucht auch Moonlight. Alles andere sorgt einfach dafür, dass euer Late Game zu stark verzögert wird, weil ihr halt zu lange rollen müsst. Wenn ihr jetzt halt gar keinen Moonlight Chosen habt, müsst ihr ja noch für, am besten wäre tatsächlich Sylas noch rollen. Aber das dauert einfach, also das verzögert halt euer Late Game, ne, wie gesagt. Ansonsten spielt ihr wieder Dazzler mit Lux und Lissandra. Wenn ihr Morello kriegt, könntet ihr auch Morgana reinpacken. Shen und Irea wieder für Adept. Pyke halt natürlich für den Assassin-Bonus für Diana. Ja, warum Pyke hier? Einfach damit er dann, weil hier ist er noch ein Stück weiter links als hier und dann kann er halt nochmal ein Stück weiter nach links hüpfen und mehr Leute CC'en mit seiner Ulti. Ja, genau. Ansonsten Gargoyles, wie gesagt, sehr gut auf Shen. Nochmal, warum? Also es liegt einfach daran, dass ihr halt nicht so viele Frontline-Units habt. Sieht man jetzt hier schon Irea und Shen. Irea stirbt relativ schnell und mit dem Gargoyles kann der Shen dann einfach nochmal deutlich länger überleben. Ja, ansonsten wollt ihr halt einfach auf Level 5 rollen für Diana und Lissandra, Level 3. So dass ihr die Level 4 habt. Ihr könnt sie so spielen, das ist, finde ich, eigentlich besser, die Tank-Variante. Ihr könnt sie aber auch spielen mit Hexer Gunblade, Infinity Edge und QSS oder sowas. Also es gibt da auch, oder Titans Resolve ist auch sehr gut auf ihr. Auch in Hand of Justice könnt ihr auf ihr spielen. Das sind die besten Slot-Items, aber denkt daran, dass ihr einfach auch Items baut. Also wenn ihr 4 Items habt, spätestens wenn ihr 5 Teil-Items habt, baut ihr bitte ein Item einfach, weil ihr sonst zu schwach werdet im Vergleich zu euren Gegnern, die halt Items bauen. Wenn es nicht optimale Items sind, ist es nicht so schlimm. Auch wie gesagt, Chain of Justice oder so, immer noch sehr, sehr gut auf Diana. Also es geht übrigens für alle Comps mit den Items bauen. Dann hätten wir noch Nami Carry. Ja, ihr seht, Irea und Shen. Mhm. Genau, hier ist es einfach, dass ihr Nami Carry spielt mit Ludens. Mhm. Nami synergiert einfach an sich gut mit Ludens und durch Mage, sie ultet halt auch dadurch halt doppelt so. Und ihr braucht aber hier eine Nami Chosen. Also das würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr Nami Chosen kriegt, weil sie dann halt weniger Mana hat und dadurch deutlich öfter ultet. Ob jetzt Mage oder Enlighten macht jetzt nicht so einen riesen Unterschied. Mage ist noch ein bisschen besser als Enlighten, finde ich, aber geht auch beides. Genau, ansonsten wieder Irea und Shen, einfach um die AD-Comps ein bisschen zu slowen am Anfang. Dazzler wieder mit Lux und Morgana. Hier kann man natürlich auch unterschiedliche Sachen spielen. Azir packe ich ganz gerne nochmal rein, einfach weil man dann gegen den Talon noch ein bisschen mehr Schutz hat. Da muss er dann erstmal vorbei, wenn man die auch nach hinten reinstellt. Genau, ansonsten, ihr könnt 2 Ludens bauen, ihr könnt auch 3 Ludens bauen, aber zum Beispiel ein GA oder ein QSS ist auch noch ganz nice. Und sie sollte halt Level 3 sein, ne? Und ihr rollt wieder auf Level 5 für Level 3 Nami, ist logisch, ne? Ja, wenn ihr Jenna Level 3 kriegt, ist auch nicht schlecht. Ja. Ansonsten hätten wir noch Dusk. Dusk ist auch ziemlich nice eigentlich. Hier könnt ihr es auf die neue Variante spielen mit Shen, Irea und Dazzler. Ihr könnt es aber auch so wie früher spielen, einfach 6 Dusk mit Jhin und Riven Carry und ihr könnt dann noch Legendaries reinpacken. Also das ist auch wieder sehr flexibel. Hier ist es auch so eine Sache, man kann es gibt auch wirklich viele Leute, die das einfach nur dann spielen, wenn sie halt irgendwie aus Zufall eine Riven Dusk Chosen rollen. Man kann es natürlich auch von Anfang an spielen, so, also quasi mit der Intention daran zu gehen, das zu spielen. Aber gerade so im Early Game müsst ihr sowieso was anderes spielen, weil das halt im Early Game noch nicht so gut ist. Weil man Riven halt erst später kriegt, ne? Das denke ich mal. Verständlich. Ja, ansonsten, wie gesagt, Morgana wieder Morello. Morello einfach mega gut auf Morgana. Jhin, ja, Deathblade einfach, weil es gut verwerten kann. Infinity Edge geht auch. Giant Slayer ist gut. GA halt einfach wegen dem Talon, der halt gerade einfach sehr beliebt ist. Ja, ansonsten war es das dann auch schon von mir. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Ja, sorry nochmal dafür, dass jetzt gerade zur Zeit so wenig Videos kommen. Ich habe leider, wie gesagt, gerade viel zu tun. Hoffe jetzt ab der nächsten Woche, dass das besser wird, weil dann halt, wie gesagt, mein Urlaub anfängt. Ja, genau. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.